Ja, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Und dann nimmt sie den Korkenzieher und rammt ihm in den Fuß. Badewanne, Musik. Sie hat ihn aufgeblasen und jetzt schwebt er zum Himmel. Aber der ist nur eine Kuppel. Alle sind außer Atem, aber es hat sich gelohnt. Sie nimmt den Korkenzieher und rammt ihn in den Fuß. Badewanne. Musik. Sie bläst ihn auf. Er fängt an zu schweben. Zum Himmel. Aber er kommt nur in die Kuppel. Sie kämmt sich die Haare. Man hört, wie die Bürste über die Kopfhaut schabt. Sie isst Unmengen von Hähnchenteilen aus einem Replikator. Er hackt ihr einen Finger ab. Alles explodiert, mehrmals. Er nimmt ein Messer und schneidet ihr einen Finger ab. Dann eine Explosion. Noch eine Explosion. Mehrfach. Das lange blonde Haar reicht ihr fast bis zu der Muschel, in der sie steht. Ein dramatischer Himmel, das Meer aufgeworfen im Sturm, das einzelne Boot. Zwischen zwei Metallplatten aufgehängt ein menschliches Pendel, das Boot. Das Boot auf dem Wasser. Stille. Dann der Anlegesteg. Sie gehen über den Anlegesteg an Land. Jeder, der sich in den Weg stellt, wird erschossen. Aber er muss sehen, dass er die Telefonzelle rechtzeitig erreicht. Sonst ist alles aus. Hey, er ist unterkühlt. Er zieht sich aus und wärmt ihn mit seinem nackten Körper. Der Geist mit seinen roten Augen, der Geist mit seinen langen Haaren überall auf dem Körper, der Geist mit seiner Haut aus den Wurzeln wachsen. Also wie aufgekeimte Kartoffeln, ganz schlimm aufgekeimte Kartoffeln, mit so einem Geäst, kleine Bäume, die kann er sich wegrasieren wie Haare. Was passiert jetzt mit dem Boot, was da draußen ist? Das ist unter diesem Himmel dramatisch verformt. Wolken, denen es blitzt und donnert. Und dann das Meer aufgeworfen in Brandung. Sie steht da in einem Schaum mit ihren langen Haaren, die reichen ihr bis zur Muschel, auf der sie steht. Sie nimmt sich Zeit. Sie kämmt sich die Haare. Oh, nein. Sie bürstet sich die Haare. Und man hört, wie die Borsten. Sie ist energisch. Über die Kopfhaut schaben. Und dahinter sieht man zwei Metallteile oben. Und an denen ist ein Mensch aufgebaut, der hängt. Der hängt und pendelt.
wie in diesen alten Pendelwanduhren, das Pendel im Takt, Takt.